Seit Mitte 2017 ist er auf dem Markt erhältlich, der Opel Crossland. Bekannt aber als Crossland X wohlgemerkt. Jetzt hat Opel den beliebten Kleinwagen Crossover modifiziert, wie wir schon an der Front sehr schön sehen können. Aber was hat sich denn wirklich verändert? Genau das wollen wir heute herausfinden. Wir bewegen den Wagen im Alltag. Wir schauen, was unter der Motorhaube steckt. Wir schauen, was sich im Innenraum verändert hat, wie sich der Innenraum gestaltet, was uns daran gut gefällt, was uns vielleicht nicht so gut gefällt. Wir schauen uns natürlich auch den Wagen optisch an. Wir fahren ihn mit einem Fahreindruck und am Ende gibt es ein Fazit mit meiner persönlichen Kaufempfehlung oder eben nicht. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt jetzt dran, abonniert den Kanal und vor allem kommentiert das Video, denn eure Meinung ist mir wichtig, unten in der Kommentarbox. Also legen wir los mit dem Opel Crossland. Die wesentliche Designänderung am Facelift des Opel Crossland besteht hier an der Front, wenn man sich das Ganze anschaut. Denn der Opel Crossland ist das zweite Modell, das nun das komplett neue Markengesicht der Rüsselsheimer tragen darf. Und zwar, erstes Modell war der Opel Mokka. Den habe ich euch bereits vorgestellt. Schaut mal da ins Video hinein. Ist durchaus sehr interessant, denn wir werden vielleicht den ein oder anderen Vergleich zum Opel Mokka heute noch hier in diesem Video ziehen. Kommen wir aber zurück zum Design. Was ist denn jetzt das neue Markengesicht? Opel nennt es den Opel Visor, also ein sogenanntes Visier. Was ist denn das Visier? Also man hat ihm wirklich eine Maske quasi aufgesetzt und die besteht in dem Sinne darin, vor allem unter diesem schwarzen breiten Streifen, den wir hier haben, der den Kühlergrill jetzt simulieren soll. Ja, vielleicht gerade so im Hinblick auf elektrifizierte Antriebe, wo wir keinen offenen Kühlergrill mehr brauchen, ist das jetzt hier ein geschlossenes, schwarzes Stilelement geworden, das man hat. Es zieht das ganze Fahrzeug optisch einfach in die Breite und zum Opel Visor gehört dann noch so eine Zentrierungsmarkierung hier auf der Motorhaube, die nach unten ausläuft und ein bisschen hier in den Stoßfänger hineinläuft und das neue Markenlogo in der Mitte so ein bisschen schwebend aufnimmt. Die LED-Scheinwerfer sind ab Werk bereits Serie, ab der Ausstattungslinie Edition. Es gibt insgesamt die Version Crossland, die gibt es aber nur für den Basismotor, dann Edition, dann kommt der Elegance, dann die GS-Line, die ist eben komplett neu, sportlicher Touch und so wie hier steht, in der Ultimate-Ausstattungsvariante, da ist dann auch wirklich alles drinnen. Weiteres Stilelement hier ist der neue silberne Unterfahrschlutz, den die Modelllinien GS-Line und Ultimate mitbringen. Ich finde, das ist ganz cool, schaut auch besser aus als sonst. Es ist nicht einfach nur
ja, so schwarz oder Entschuldigung, silber überpinseltes Plastik, sondern es hat hier auch wirklich eine schöne kleine, so eine Wabenstruktur bekommen. Und das finde ich ganz cool, wenn man da so ein bisschen mit den Nägeln drüber geht, dann merkt man, dass diese Struktur hier vorhanden ist. Das macht das Ganze, finde ich, ein bisschen wertiger, lässt das Ganze schön ausschauen. Dann haben wir hier noch so eine schöne Chromspange in C-Form, was die Nebelscheinwerfer ein wenig umspielt. Schauen wir uns die Seitenlinie an vom Opel Crossland. Mit 4,22 Metern zählt er noch zu den kompakten, beziehungsweise schon eigentlich eher zu den Kleinwagen-SUVs. Basiert auf derselben Plattform wie der Citroën C3 Aircross. Hat noch nicht den neuesten Technologiestand wie der Opel Mokka. Ist auch etwas länger als der Opel Mokka. Finde auch, man merkt sofort, der ist auch höher als der Opel Mokka mit 1,61 Meter, hat eine große Fensterfläche und so die typischen SUV-Designmerkmale wie diese unlackierten Plastikumrandungen hier an den Radhäusern sowie hier so gefühlt so ein kleiner Unterfahrschutz. Das Heck ist dann allerdings wieder so, wo ich mir denke, liebe Designer, hat euch da der Mut verlassen oder Was ist da passiert? Weil wirkliche Veränderungen zum Modelljahr 2021, also zum Facelift, gibt es nicht. Man hat jetzt hier zwar die Heckscheibe so ein bisschen visuell so ein bisschen weiter vergrößert durch dieses schwarze Glossy-Element hier. Zusätzlich ist nun, wie für alle neuen Modelle, der Schriftzug, der Modellschriftzug hier mittig auf der Heckklappe positioniert worden. Wir haben auch hier wieder dieses silberne Element wie an der Front. Zusätzlich aber eine sehr robuste Ladekante aus nicht lackiertem Kunststoff, was den SUV-Charakter nochmal wiederhebt und auch dafür sorgt, dass wenn da mal was drauf fällt, es nicht gleich wirkliche Hunderte von Euro kostet. Doch, jetzt schauen wir aber mal hier hinter die Heckklappe. Was befindet sich denn da an Kofferraum? Also reinschauen. Die Heckklappe öffnet stets manuell unterhalb des Crossland-Schriftzugs und gibt dann den Weg frei für einen 420 Liter großen Kofferraum. Wenn wir ihn so belassen im Standard, wenn wir auch den doppelten Laderaumboden, der etwas fummelig ist in der Arretierung, nach ganz unten legen, dann sind das jetzt 420 Liter Stauraumvolumen. Wir können das Ganze aber eben dann erweitern, wenn wir die Rücksitzbank nach ganz vorne fahren, die ist um 150 mm verschiebbar, dann ergeben sich 520 Liter Stauraumvolumen. Und wenn wir dann umlegen, die im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbare Rücksitzbank, dann sind es 1255 Liter. Wir schauen uns das Ganze mal genauer an. Wir haben hier zwei Taschenhaken drinnen und die Rücksitzlehne. Es gibt hier auch eine Durchreiche. Wenn man hier zieht, dann kann man den mittleren Teil als Durchreiche nutzen oder aber eben die Rücklehne komplett umlegen. Dann sieht das Ganze so aus. Plan wird das Ganze erst, wenn man eben die Rücksitzlehne nach hinten schiebt und den Laderaumboden natürlich in die obere Position zurückversetzt. Dann sehen wir, haben wir einen ebenen Laderaumboden und können da auch wirklich alles Mögliche an Gegenständen einladen. Ich lade mich jetzt hinten links ein und dann schauen wir uns die Platzverhältnisse im Innenraum an. Wir haben einen recht großen Türausschnitt, also ich komme gut hier hinein in den Fond und sitze erst einmal durchaus bequem. Mit meinen 1,78, auf die ich auch den Vordersitz eingestellt habe, habe ich genügend Kniefreiheit. Ich stoße zwar so leicht, möglich hier so vorne an, aber das ist alles weich ausgeformt hier. Die Rücksitzlehne ist eher recht flach. Und wenn man da was verändern möchte, kann man sie ja ein wenig verändern. Das ist das Schöne. So, sehen wir hier. Einrasten, dann sitze ich auch etwas steiler. Sitzt dann noch ein bisschen angenehmer. Die Kopfstütze könnte aber, ehrlich gesagt, ein Stück weiter rauskommen, wie ich finde. Mit 1,78 passe ich hier auch noch ganz gut rein. Wir haben auch ein Glas-Panoramadach hier verbaut. Das heißt also, die Kopffreiheit ist ein bisschen eingeschränkt. Also bei mir geht es. Ab
knapp über 1,80 wird es ein bisschen enger langsam. Wir haben hier auch einen Haltegriff, das finde ich sehr schön, auch wenn der zwar nicht gedämpft ist, aber immerhin, es gibt hier noch Haltegriffe, gibt ja auch schon modernere Autos, da gibt es diese nicht mehr. Die Fensterflächen sind recht angenehm groß, das finde ich sehr schön, vor allem auch wenn Kinder drinnen sind, die können angenehm rausschauen aus dem Fahrzeug. Die Rücksitzbank, wie schon erwähnt, ist um 150 mm verschiebbar, also wie man das dann braucht für mehr Komfort oder aber mehr Kofferraum. Volumen, auch dieses Mittelteil haben wir gerade gesehen, lässt sich umlegen und kann dann auch wahlweise als Armauflage genutzt werden. Interessanterweise, die Cupholder sind verschwunden. Die hatte der Vorgänger noch vor dem Facelift. Warum das der Fall ist, weiß ich nicht. Vielleicht haben die Leute es nicht genutzt, weil so habe ich natürlich jetzt direkt ein Loch Richtung Gepäckraum. Ist zwar angenehm, wenn ich was aus dem Kofferraum rausholen muss für die Kinder. Naja gut, aber sei es drum. Es sind offiziell 3 Sitzplätze hier hinten. Ich persönlich bin der Meinung, es ist eher ein 2 Sitze hier hinten. Das mittlere Teil ist dann wirklich der Notsitz. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt hier keine USB-Anschlüsse im Fond oder einen Luftaustritt. Schade, nur eine 12-Volt-Buchse, aber immerhin etwas Strom. Das ist ja schon mal ganz gut. Auch die kleinsten Mitfahrer werden hier sicher untergebracht, dank Isofix. Die Isofix-Bügel liegen frei und sind frei zugänglich. Da passt der Kindersitz auch sehr gut und ohne Probleme hinein. Und ja, mir bleibt hier vor hinten jetzt nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, ich setze mich jetzt auf den vielleicht bequemeren Sitz mal nach vorne. Vorne Platz genommen auf der vermutlich interessantesten Position hier im Fahrzeug, und zwar hinter dem 3-Speichen-Lederlenkrad. Ich sitze hier auf AGR-zertifizierten Sitzen. Das ist eine Besonderheit in der Fahrzeugklasse. AGR steht für Aktion gesunder Rücken. Das heißt, es sind orthopädisch ja durchaus angepasste Sitze, die wir hier haben. Die sind hier mit einem Lederbezug versehen und haben mehrere Vorteile, sowohl dass das Sitzkissen hier elektrisch nach oben oder unten verstellt werden kann. Wir haben eine ausziehbare Schenkelauflage. Die Sitze bieten auch etwas mehr Seitenhalt hier im Schenkelbereich oder aber an der Rücksitzlehne. Was ich auch ein sehr schönes Element finde bei den Ledersitzen, das ist dieser kleine Lederriemen, den man hier drüber genäht hat mit dem Crossland-Schriftzug. Auch ein sehr schönes kleines Detail, wie ich finde. Es gibt auch eine Lordosenstütze elektrisch hier für Fahrer und Beifahrer. Die Sitze sind ausreichend weit in der Höhe einstellbar. Einzig das Lenkrad, was zwar hoch und tief verstellbar ist, lässt sich aber nicht weit genug nach außen, nach innen drücken, sodass es immer ein Stück zu weit hier für mich persönlich drinnen ist. Draußen ist, so rum natürlich. Und auch, man sitzt hier sehr hoch, man kann den Sitz auch wirklich sehr weit nach oben pumpen, das ist auch eine Besonderheit, sodass dieses wirklich deutlich erhöhte Sitzgefühl im Crossland sehr gut umgesetzt ist, wie ich finde. Aber jetzt würde ich mal sagen, wir schauen uns den Innenraum an, was sich denn hier so alles getan hat. Für viele da draußen sehr wichtig natürlich, dadurch, dass das erste Fahrzeug oder eines der ersten Fahrzeuge aus der Kooperation mit PSA waren, wie viel PSA erkenne ich denn hier im Innenraum? Und wenn man jetzt mal so einen Blick über den Armaturenträger wirft, dann würde ich doch einfach mal sagen, erkennt jemand sofort PSA oder Peugeot bzw. das Citroën-Modell? Ich würde mal sagen, nein. Außer einer von euch ist schon mal Peugeot oder Citroën gefahren, der würde sagen, ja, ja, hier Infotainment-System. Richtig, daran erkennt man es auch wirklich am deutlichsten, wie ich persönlich finde. Aber wir arbeiten uns jetzt einfach mal von links nach rechts langsam hinüber. Fangen wir erst einmal an hier mit dem Lenkrad. Das ist ja das, was man quasi immer in der Hand hält. Das ist ein schönes 3-Speichen-Lenkrad mit einem Glattleder, was ich sehr schön finde. Eine Kontrastziernaht in hellem Grau und so typisch Opel, sehr überschaubar. Wir haben hier links den Tempomaten sowie die Besonderheit, die Opel uns hier anbietet, ist eine Lenkradheizung, die wir nutzen können. Nutze ich sehr, sehr gerne. Auf der rechten Seite die Bordcomputer und auch ebenfalls die Audiobedienung. Wir haben hier ein analoges Kombi-Instrument, also analoge Rundinstrumente mit einem kleinen Bordcomputer-Display in Farbe. Das ist auch
nicht optional gegen ein digitales zu tauschen. Da ist zum Beispiel der Opel Mokka im Vorteil, der kommt mit digitalem Kombi-Instrument und zeigt, dass er da etwas moderner ist. Die Lenkstockhebel sind ebenfalls von Opel übernommen und hier hat man wieder einen Vorteil gegenüber etwa dem Citroën C3, den ich euch vorgestellt habe, denn hier können wir das Intervall einstellen für den Scheibenwischer und für den Regensensor die Intensität. Das ist bei Citroën zum Beispiel nicht der Fall. Gehen wir rüber auf den Mediabildschirm. Wir haben hier einen 8 Zoll Bildschirm verbaut. Wir haben hier Direktwahltasten und auch eine normale Laut- und Leiserregulierung. Das finde ich sehr schön, also sehr intuitiv für mich. Die haben Direktwahltasten für Audio, Navigation, Telefon, Einstellungen oder Konnektivität. Wie wir sehen, Apple CarPlay oder Android Auto. Die Möglichkeit besteht hier ebenfalls. Wir können auf Android Auto gehen. Ich habe jetzt hier mein Telefon für euch gekoppelt. Es dauert immer einen kleinen Moment. Dann sehen wir auch, die Auflösung vom Display ist gut. Es ist ein bisschen mattiert, was wiederum dafür sorgt, dass sich nicht solche starken Spiegelungen durch die Sonneneinstrahlung ergeben, wie etwa beim Citroën C3. Auch sehr schön, der Warnblinktaster liegt gut. Und die Zentralverriegelungsknopf, die zwei sind ja meine Favoriten sozusagen, die für mich immer gut erreichbar sein müssen. Der, weil man halt immer im Warnbereich oder im Gefahrenbereich schnell drankommen muss. Und der, wenn halt der Beifahrer einsteigen muss, wenn man schon aus der Parklücke rausgefahren ist. Darunter haben wir dann das Klimabedienteil, auch eine weitere Besonderheit. Hier hat Opel sein eigenes Klimabedienteil wieder eingeführt und ist nicht eben in den Mediabildschirm integriert, was ich sehr gut finde. Es gibt aber die Möglichkeit, über den Menüknopf hier die Einstellungen auch am Display vorzunehmen, was wiederum für den einen oder anderen vielleicht interessant sein könnte. Wir haben auch hier wieder eine weitere Besonderheit bei Opel. Es gibt eine beheizte Windschutzscheibe mit Heizdrähten. Ich finde aber hier ist es wirklich so ausgeformt, dass es in der Nacht durchaus starke Reflexionen gibt oder eben das Licht stark bricht. Das muss man selber herausfinden, ob einem das stört oder nicht. Ich finde es aber okay. Mir bringt es den Mehrwert eher, als dass ich einen Nachteil damit hätte. Noch eine Etage tiefer, da sehen wir dann zwei USB-Anschlüsse. Sowie eine 12-Volt-Buchse und eine Induktiv-Ladefläche, die gibt es auch gegen Aufpreis, die man da reinlassen kann. Hier habe ich jetzt ein Samsung Galaxy S20 und das passt hier in die Ladeschale gerade so hinein. Also ein Max dürfte da nicht hineinpassen. Dann haben wir hier ebenfalls noch für unsere Fahrassistenz Direktwahltasten. Wir können die Traktionskontrolle ausschalten. Wir haben hier die Reifenpannenanzeige zur Initialisierung. Wir haben den Spurverlasswarner, den wir deaktivieren können, Start-Stopp deaktivieren oder die Einparkhilfe deaktivieren. Was wir jetzt hier in dem Fahrzeug nicht verbaut haben, das sollte aber jetzt bei jedem Crossland mit dem Motor hier vorhanden sein. Das ist der IntelliGrip-Schalter für die Traktionskontrolle. Das heißt, da gibt es mehrere Möglichkeiten, die Traktionskontrolle an die unterschiedlichen Untergründe anzupassen. Wir haben hier zwei Cupholder jetzt. Da passt eben so eine kleine Flasche, passt hier ganz gut rein. Wir haben eine manuelle Handbremse und eine Armlehne ist hier auch am Fahrersitz installiert, die sehr breit ist, aber so ein bisschen nach unten hält. Das würde ich mir persönlich gerne ein bisschen höher haben. Wäre schön, wenn die noch verstellbar wäre. Die Verarbeitung ist ja durchaus gut. Die Kunststoffe sind soweit gut, forsten sich auch ordentlich an, sind jetzt aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, weder besonders Premium, aber auch nicht billig. Wir haben noch übrigens ein Head-Up-Display, was da jetzt noch ist. Die Möglichkeit besteht hier auch, so wie wir es von Citroën und Peugeot auch kennen, hat aber zum Beispiel der Opel Mokka nicht. Wenn man das mal in den Vergleich zieht, ist auch farbig aufgelöst, ob man es mag oder nicht. Muss jeder für sich selber rausfinden. Ich nehme es gerne mit, aber einen Aufpreis würde ich persönlich jetzt nicht dafür zahlen wollen. Jetzt ohne Aufpreis gibt es den Motor und den schauen wir uns jetzt an. Die Motorhaube des Opel Crossland öffnet dank Haubenlift sehr bequem. Vielen Dank an die Opel-Ingenieure. Unter der Haube sehen wir ein bekanntes Triebwerk aus dem PSA-Konzern. Da haben wir also gute Standardware, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und zwar den 1,2 Liter Dreizylinder. PureTech heißt er bei PSA. Hier heißt er einfach nur 1,2 Turbo.
110 PS leistet er, 205 Newtonmeter maximales Drehmoment, sorgt für eine Beschleunigung von 10,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 oder 187 Stundenkilometer gemäß Schein auf einer deutschen freien Autobahn. In der Praxis sieht es dann so aus: 181 km/h war meine ermittelte Höchstgeschwindigkeit laut Tacho. Vielleicht hätte es da noch ein bisschen mehr Anlauf gebraucht, weiß ich nicht. Die Klangkultur, oder die Laufkultur respektive hier von dem Triebwerk, ist angenehm. Von außen eher akustisch sehr präsent. Im Innenraum ist er sehr gut gekapselt. Auch beim Ausdrehen hört man von dem Motor nicht sonderlich viel. Also da haben die Ingenieure auch eine gute Arbeit geleistet. Es sind aber auch jetzt stärkere oder dickere Scheiben hier eingesetzt worden, wie mir gesagt wurde. Bedeutet also, da wurde es auch schon mal eine bessere Geräuschdämmung an sich erreicht. Das merkt man auch auf der Autobahn mit geringeren Windgeräuschen. Er steht aber nicht sonderlich schnittig im Fahrtwind. Das ist halt einfach der etwas erhöhten Karosserie geschuldet. Das sorgt wiederum auch dafür für einen Verbrauch, den ich persönlich als okay empfinde, mit 6,5 bis 7 Liter im Testalltag. Könnte aber auch einfach sparsamer sein. Man würde natürlich von so einem kleinen Downsizing-Triebwerk etwas weniger Spritkonsum erwarten. Jetzt erwarte ich mir durchaus viel. Wir steigen ein und fahren. Im Pressetext spricht Opel von einem überarbeiteten Fahrwerk und einer überarbeiteten Lenkung. Wie ist es damit bestellt jetzt in der Praxis? Die Lenkung spricht in der Tat um die Mittellage direkter an. Feedback von der Straße bekomme ich aber quasi kaum. Beim Fahrwerk ist es so, wir haben ein sehr komfortabel abgestimmtes Fahrwerk im Crossland. Das war aber auch schon vor der Modellpflege so und das hat sich jetzt hier auch nicht verändert. Lediglich kurze Stöße werden ein bisschen ungefilterter an die Insassen weitergereicht. Lange Wellen dagegen bügelt er einwandfrei weg. Beim Motor ist es so, wie schon erwähnt, es gibt die Möglichkeit, hier zwischen drei Benzinern zu wählen, 83 PS, 110 PS oder 130 PS. Beim Diesel gibt es ebenfalls 110 PS oder eben 120 PS, wobei die jeweils stärkeren Triebwerke oder stärksten Triebwerke sind mit einem Automatikgetriebe kombinierbar. Im Opel Crossland sind es aber nur 6-Gang-Wandler-Automatikgetriebe. Daran erkennt man, dass der Grundbaukasten hier durchaus etwas älter ist als etwa im Opel Mokka. Der bietet nämlich in den Top-Motorisierungen eine 8-Gang-Wandler-Automatik von Aisin, die dann natürlich auch etwas zügiger die Gänge sortiert und auch eher zum sportlicheren Charakter des Opel Mokka passt. Hier im Opel Crossland ist diese 6-Gang-Wandler-Automatik, wie ich sie auch schon vor dem Facelift für euch getestet habe, mit dem 1,5 Liter Turbo-Diesel. Das Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da passt es sehr gut zum eher komfortablen Gesamtcharakter des Opel Crossland. Ja, für wen ist der Opel Crossland denn nun das richtige Fahrzeug? Im Grunde genommen genau für denjenigen, der auf kompakten Abmessungen ein kleines Raumwunder sucht. Der Crossland bietet einen großen Kofferraum, einen sehr variablen Innenraum mit der verschiebbaren Rücksitzbank, angenehm hohes Sitzen, was auch wirklich mal ein SUV hier bietet. Davon gibt es ja nicht allzu viele. Er setzt nicht auf Fashion. Das sieht man so ein bisschen am Heck, wie ich finde. Und preislich 18.995 Euro, da geht's los für den 83 PS Saugmotor mit Basisausstattung. Wenn es dann der 110 PS sein soll, müsst ihr mindestens 22.300 Euro investieren. Und so wie er da steht, der Ultimate mit allem an Ausstattung, der kostet schlicht und ergreifend mal eben 32.640 Euro, so wie er da steht. Und wenn wir jetzt den kurzen Spagat oder Vergleich
zum Opel Mokka ziehen, und das ist ja sozusagen das Duell der Brüder, da sieht es so aus, dass der Opel Mokka das deutlich modernere Fahrzeug, aber auch das deutlich engere Fahrzeug ist gegenüber dem Crossland und zwar am Anfang nur ein paar hundert Euro günstiger ist, am Ende aber sogar, wenn man beide mit Ultimate-Ausstattung vergleicht, sogar 3000 Euro günstiger ist. Und dann ist halt jetzt wieder die Frage, Opel Mokka oder Opel Crossland? Das dürft ihr mir jetzt unten in die Kommentarbox schreiben, was ihr nehmen würdet und warum ihr euch für den jeweiligen entscheiden würdet. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Tschüss und Servus, euer Ubi.